MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Survival mit den üblichen Verdächtigen Gerd, Nick, Benny und jetzt auch Chris. Hallo. 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 Ich glaube, Mayo war nervös. Wir hatten einen Rednerpult aufgestellt, es hat nichts getroffen. Ja. Das wird's gewesen sein. Ich war in der Zeit ein bisschen zaubern, Schwert und Spitzhacke, bin vom Turm gefallen, den der Gerd da so wunderhübsch gebaut hat. Naja. So, was machen wir denn jetzt? Du wolltest dann... wir wollten ja eigentlich irgendwann mal in den Nether gehen. Ja. Und ich kann ja erst an meinem Dings da weiterarbeiten, wenn wir im Nether waren. Ja. Weil ich brauche ja die Steine von dort. Ja. Ich weiß nur nicht, ob wir da jetzt reingehen sollen. Warum denn nicht? Naja. Mayo hat's wieder kaputt gemacht. Achso, Chris, wäre vielleicht ganz gut, wenn du den nächsten Mal dich in ein Bett legst. Spinne! Komm her! Ah! Damit du hier immer wieder spawnst. Wo haben wir denn ein Bett? Im Haus, da stehen 4. Musst dich auch nicht neben die hässliche Keramik legen, du kannst das dann nehmen, was vorne steht. Ich muss mal. Nick, du weißt, dass ich dich höre. Ja. Gut. Sag mal, wo ist denn unser Kellerabgang? Ach, hier. Draußen. Welcher Keller? Er kann aber nur nachts schlafen, ne? In die Mine, ja, er kann nur nachts schlafen. Ja. Ich hab gerade gesagt, nachts. Benny hat was verzaubert. Ja. Boah, warum war das der Sound jetzt so mega laut gerade? Um deine Frage mit dem Keller zu beantworten, ich bin nochmal Zeug am Abbauen. Es wäre auch ganz gut, wenn wir noch einen Obsidian-Block finden, weil so sieht das echt ein bisschen schäbig aus. Das muss so. Ja, ja. Abgebrochen. Genau, das Eselsohr. Das muss weil so, das jetzt nicht so wichtig ist. Das muss so schäbig ich würde echt aussehen. Gerne in den Nether gehen jetzt. Ja, können wir ja machen. Moment. Ja, kommst du wieder hoch? Dann ja, ich komme jetzt, komm jetzt wieder hoch. Darf ich gerade ja, komm mal hoch jetzt. Will jetzt... Ah! Redstone! Was ist denn... Chris, willst du hier weitermachen, oder? Ja, ich bleib hier. Ja, ich glaube nicht, dass Chris für den Nether gewappnet ist. Also Chris, ich bin auch nicht gewappnet, und? Ich glaube, Chris Alter. Ich glaube, Chris... Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, dass Chris hier die Landfläche ein bisschen vergrößert. Das Ganze wird auch nicht so eckig bleiben. Dafür werde ich mich einsetzen. Und, ja. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Chris, du warst. Ich komm mal wieder hoch. Mach das. Ja, ich bringe aber... Oh, Alter, was rennt der die Treppe hoch? Ich habe nur 2 Pfeile. Das war schlecht. Ja. Ich hab auch 2. Ich guck gerade mal, ob wir irgendwie vielleicht ein paar mehr machen können. Ja. Brauche ich denn alles da unten zum Überleben? Also ein Bogen wäre ganz praktisch. Ja, das habe ich nicht. Ja, also ich habe zwar einen Bogen, aber nur 2 Pfeile. Jetzt hast du 4. Sehr gut. So. Ich kann aber immerhin noch mal 3 Stück machen, oder? Kommen da 3 raus? So, ich habe noch ein Spinnenauge. Ne, 4 kommen da. Oh, 8 Pfeile. Hammer. Wenn wir noch... Hier sind noch 16 Pfeile. Sehr gut, dann gib mir die am besten mal rüber. Ja, ich habe sie gerade rausgeholt. Stimmt, wir haben Spinnenaugen. Das ist auch ganz wichtig, das ist gar nicht so müllig, wie sich das anhört, weil damit können wir später Tränke machen. Was tatsächlich ganz lustig werden könnte. Hier sind die Pfeile, zack. Weil ich bin mir sicher, irgendwann wird der Moment kommen, da werden wir uns auch ein bisschen trollen. Besonders wenn jeder vielleicht irgendwann mal seine eigene Hütte hat. Ja, so hier Redstone, Obsidian. Kohle. Wir sollten vielleicht was zu essen mitnehmen. Stimmt.
Ich hab da auch nur noch relativ wenig. So, das muss aber reichen. Hoppa. Den Eimer stelle ich gerade mal da rein. Fackeln und Leitern brauche ich jetzt gerade auch nicht. Steine brauche ich gerade auch nicht. Brauchst du gerade überhaupt irgendwas? Nee. Ja, dann geben wir doch Feuer, oder nicht? Ja, Moment, ich leg nur gerade das Zeug ab, was ich nicht mitnehmen will, weil, ne? Also der Chris ist heute ein bisschen laggy. Wie immer. Ja, wenn man mal Tab gedrückt hält, dann sieht man auch, da läuft auf jeden Fall. Ja, ein Balken hat er. Ja, von mir aus, also ich bin bereit für den Nebber. Ja, ich nämlich auch. Naja, bereit, Du hast eher ein breit Schwert? Benni, hast du ein Schwert? Ich? Ja. Gut. Zwei. Gerd, du auch? Ja. Ja. So, dann gehen wir. Gerd, hast du doch eher breit schlagen lassen, ne? Hallo. Wow. Aua, 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 aua. Oh. Aua. Alter. Ja. Aua. Au. Ich geh wieder. Geist ist tot. Na, bleib doch jetzt hier. Selbst ich bin mach doch kaum Schaden. Hallo? Okay. Moment, aber ich muss erst was essen. Da hinten kommen ganz viele. Nee, die auf keinen Fall angreifen. Ansonsten weil die sind im Normalzustand friedlich, aber wenn du eine schlägst, dann greifen dich alle an. Die machen, glaube ich, 4 Herzen pro Schlag. Die Feuerlorden? Die Nether, die Schweinemenschen da. Ah, die, ja. Die kommen kann man sich auf, die aber, ja? Die kommen da auf uns zu. Angucken kannst du die, ja. Au. Du darfst sie nur nicht hauen, weil sonst gehen alle auf dich. Hör ich irgendwo auf zu brennen? Ah. Ey, ich hab 2 Balken. Wow. Wow. Wow, Hammer. So, was machen wir? Oh! Holy shit. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen mit der Lava, die verteilt sich im Nether deutlich schneller. Ja, klar. Ich hab übrigens Netherquarz eingesammelt. Ja, das ist auch sehr gut. Das ist ganz dekorativ. Da können wir anstatt der Keramik zum Beispiel hinsetzen, weil die Keramik einfach scheiße aussieht. Wow. da hinten steht der König. Er steht neben dem Neverquarz. Tut er mir was, wenn ich dem zu nahe komme? Nein. Du, wenn du also, den solange schlägst. Solange du ihn nicht mit der Spitzhacke erwischst, tut er dir nichts. Hatte ich nicht vor. Dann solltest du eigentlich auch nicht in Gefahr sein. Gut, weil ich will nur seinen Neverquarz. Ich möchte auch mal sagen, dass der Nether mit Shader extrem geil aussieht. Ja, hier mit dem Text. Lava. Hast du den Shader auch drin? Nee. Okay, weil das, Alter, wie das am Leuchten ist alles. Gibt's hier auch irgendwas, was sinnvoll ist abzubauen? Das sieht auch ein bisschen radioaktiv aus. Ja, hier gibt's auch ein bisschen Glowstone. Ja, also das Netherquarz ist ganz sinnvoll. Oder auch Glowstone. Stimmt, Glowstone müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das hängt meistens in der Luft. Ja, da ganz oben. Ja, wobei das gibt's auch niedriger teilweise. Und was auch noch ganz wichtig sein könnte, so, das muss erstmal reichen. Was auch noch wichtig sein könnte, ist irgendwie eine Festung zu finden. Eine Festung? Ja, es gibt eine Nether-Festung. Und so wie ich das sehe, ist da hinten eine. Lasst mich in Ruhe. Da hinten, wenn du da mal rüber guckst. Ich sehe ja nichts. Da sind solche, ja gut, vielleicht reicht deine Render-Distance nicht. Aber da sind solche großen Stelzen, sag ich jetzt ja, mal. Ja, das ist. Das könnte von einer Festung sein. Ja, aber da erstmal hinkommen. Ne, ich würde sagen, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen Glowstone mitnehmen. Ich habe eigentlich auch voll, aber irgendwie sehe ich das nicht. Egal. das brauche ich noch. Nice, mehr. Ich habe nichts zum Hochbauen. Doch, habe ich.
Ich tue euch nichts, wenn ihr mir auch nichts. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig, bis wir da oben sind. Pilze! Ups, da geht's runter. Okay. Die sind also, ganz lieb. Ich bin mal so frei und nehme mal die ganzen Pilze mit. Da können wir Suppe draus machen. Ja, ja, hör auf zu meckern. Boah, Alter, die machen irgendwie nicht sehr gesunde Geräusche. Ja, ja, ich mag die Geräusche auch überhaupt nicht. Da wird mir wieder richtig kalt bei, ey. Boah, Alter, Hilfe. Ich habe übrigens Never-Ziegel noch gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Wobei du die Ziegel auch aus den normalen Steinen machen kannst. Ja, weiß ich. Ich bin gerade Never-Quarz am Abbauen hier en masse, damit ich wieder Erfahrung krieg. Nachdem ich ja ohne Kindersicherung vom Turm gefallen bin. Also das Glowstone ist vieles, aber nicht unterbelichtet. Ich bohre das mal hier. War das jetzt so ein mega Glowstone-Witz? Ja. Okay, gut. Aber das leuchtet echt extrem hell mit dem Shader. Ne, ich habe nur mein Texture-Pack drin. Ja, das habe ich auch immer. Heiß. Oh. Feuer heiß. Schade. Was du machen, wenn Feuer. Viel heiß da? Ja, was du machen, wenn viel heiß da? So. Tintenfisch. Kann man aus dem Neverquarz kann man bestimmt auch irgendwas anderes machen als nur Deko. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ja, ich weiß nicht, dass man da ganz schöne Blöcke draus machen kann. Wir haben doch ein Rezeptbuch. Muss man da mal reingucken. Ich mal kurz hinlegen. Da bin ich gerade fast umgefallen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, weil wir haben jetzt Glowstone, wir haben ein bisschen Netherquarz. Und ich habe diese Steine. Träum was Schönes. Wobei ich davon noch ein paar mehr mitnehme. Okay, scheinbar ist es noch. Ja, jetzt ist es wieder hell. Der Spawnpunkt ist ja jetzt gesetzt, ne? Ja. Ja. Oh, Fliegenpilze! Ja? Ich habe hier so ein komisches Huhn oder irgendwie sowas rumlaufen. Welches Huhn? Das sieht aus wie ein Huhn. Oh, what? Wo bist du denn? Nach unten. Okay. Ein Huhn, eine Ente oder irgendwas? Im Nether? Ja! Get entdeckt Sachen, von denen keiner was weiß. Ja, komm, gucken! Ja, ja, ich komm gleich. Ich brauch nur mehr von diesen Steinen, weil das ist echt, Ich jetzt allein hier unten, oder was? Ach du Scheiße, nee, so weit gehe ich jetzt auch nicht. Kann gut sein, aber wir sind nicht weit weg, also wir müssen eigentlich nur wieder in den Berg runter und dann ist gut. Ja, ja. Aua. Ich bin hier unten im... Ja, ja, du bist so allein. Am Portal. Ja, so, das reicht erstmal. So alleine bist du nicht, ich bin in deiner Nähe. Ja gut, ich habe jetzt 3,5 Stacks fast. Alter, ich kann halt echt nicht weit gucken mit dem Shader, weil das blendet einfach extrem, die ganze Lava. Ja, das ist ein Huhn. Hier macht irgendwas. Das ist dann wahrscheinlich ein Gas. Aua. Wenn ich ihn sehen würde. So, ich bin jetzt bei dir, Gerd. Lol, da ist. Das ist einfach ein ganz normales Huhn. Was ist das denn? Wie kommt das Huhn hierher? Warte.